Ich weiß, was ich für ein Team habe und ich bin bereit, in diese Abenteuer mit euch zu gehen. Nur Mathe-Genie in ein Team zu haben, das wäre nicht ein Erfolgsrezept. Der Erfolgsrezept für gute Software zu entwickeln, braucht ganz viele verschiedene Profile. Ich heiße Anne-Therese Morel, ich bin seit 18 Jahren bei Swisscom und die Auszeichnung als Top-CIO, das ist ein bisschen ein Traum gewesen, weil ich habe es in meiner CIO-Funktion vielleicht vor 10 Jahren entdeckt. Und wie ich bin, es braucht einige Zeit, bis ich etwas für mich in Angriff nehme. Ich fand, dieses Jahr war der richtige Zeitpunkt, mit was entwickelt wurde, mit dem Team. Ich wollte die Bühne suchen, dass die ganze Arbeit, die von meinen Leuten gemacht, auch sichtbar zu machen. Weil interne IT, man kriegt nicht immer viel Lorbeeren. Es gibt mehr Reklamationen, wenn es nicht läuft. Okay, ich glaube, gearbeitet, offiziell würde ich sagen, Ziel erreicht. Für den Rest gibt es noch ein bisschen Zeit. Dann. Als ich angefangen habe, gab es schon Frauen in IT-Leader-Rolle. Heute gibt es ein bisschen mehr, aber immer noch eine kleine Minderheit. Das hat zu tun mit unserer Gesellschaft und das ist eins von uns alle, nicht nur von mir als Frau, eben die jüngere Generation, die interessiert sind, auch eine Chance zu geben. Und ich glaube, das ist auch, was Swisscom jetzt mit der Diversität-Initiative zeigt. Sie gibt Möglichkeit und die muss man greifen. Einfach, das gilt für jeden Mensch, aber auch für die Frauen im Allgemeinen. Anderen Frauen würde ich als Tipp geben, keine Angst zu haben. Mein Spruch ist oft, wenn ich keine Angst hätte, was würde ich tun? Und ich glaube, wenn man etwas macht, die man gern macht, dann macht man es auch gut. Und dann einfach probieren. Und im Allgemeinen, der Outcome ist auch positiv.